Hallo und willkommen bei Wetter Wissen Was, ein Podcast von wetter.com. Wir sprechen hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Der Sommer 2024 hat sich ja bisher eher von seiner wechselhaften Seite gezeigt. Immer wieder müssen wir mit Unwettern rechnen. Jetzt scheint es aber so auszusehen, als würde uns sehr sonniges Wetter bevorstehen und vor allem sehr heißes. Die Temperaturen könnten die 40-Grad-Marke reißen. Wie wahrscheinlich das jetzt ist, bespreche ich jetzt mit unserem Meteorologen Alex König. Hi Alex, schön, dass du da bist. Moin, grüß dich. Gleich mal zu Beginn die Frage, könntest du erstmal ganz kurz die Wetterlage beschreiben und wie kommt es, dass uns jetzt so eine enorme Hitze erreicht? Ja, wir kommen jetzt wieder unter Hochdruckeinfluss. Das heißt, es gibt ein großes Hochdruckgebiet, das sich über Mitteleuropa etabliert in den nächsten Tagen. Und das baut sich dann so auf, dass der Wind auch wieder aus südlichen Richtungen kommt. Und damit ist dann eben auch der Weg frei für warme Luft bis sehr, sehr heiße Luft. Also die Temperaturen werden dann wieder deutlich ansteigen. Und dadurch, dass wir es eben gleichzeitig mit einem Hochdruckgebiet zu tun haben, wird es aber eben auch sehr sonniges Wetter geben, richtig schönes Wetter, Badewetter. Aber klar, wenn die Temperaturen sehr weit ansteigen, dann gibt es natürlich auch eine enorme Wärmebelastung. Und wann genau wird der Hitzehöhepunkt erreicht? Also welcher Tag wird voraussichtlich der heißeste sein? Ja, es ist noch nicht ganz klar. Es sind zwei Tage, die da im Rennen sind, der Montag und der Dienstag. Also die Hitze muss sich erstmal aufbauen. Und dann werden wir schon sehr hohe Temperaturen am Montag im Südwesten erreichen. Und die verlagern sich dann nochmal so in Richtung Osten am Dienstag. Das heißt, die höchsten Temperaturen am Dienstag werden wir sicherlich dann im Osten des Landes erreichen. Und da steigen die Temperaturen dann eben auch weit über die 30-Grad-Marke an. Okay, und jetzt die spannendste Frage. Sind denn die 40 Grad möglich? Also wie schätzt du das ungefähr ein? Ja, ich glaube nicht. Dafür wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Aber Temperaturen von, ja, ich sag mal, 36, 37, 38 Grad vielleicht, das sind schon Werte, die möglich sind. Aber dazu muss man eben auch sagen, diese ganz hohen Temperaturen, die erreichen wir dann eben nicht jeden Tag. Also es wird gerade im Süden wird es 3 Tage heiß, aber eben nicht 3 Tage am Stück Werte um die 38 Grad. Und insofern hält es sich vielleicht auch noch einigermaßen in Grenzen. Aber die 40 Grad sind in anderen Regionen Europas möglich, vielleicht auch in Frankreich, möglicherweise rund um Paris, jetzt nochmal zum Ende der Olympischen Spiele oder ein, zwei Tage später. Aber vor allem auch weiter in Richtung Süden. Und da war es in den letzten Wochen ja auch schon dauerhaft sehr, sehr heiß. Also Spanien, Italien, Balkan, das sind dann durchaus Regionen, wo die 40 Grad dann auch in den nächsten Tagen wieder erreicht werden können. Okay, das ist ja kaum auszuhalten. Also auch wenn bei uns nicht die 40 Grad erreicht werden, 38 finde ich auch schon zu heiß, muss ich sagen. Das ist auch schon sehr, sehr viel. Ja, das stimmt. Also du hast jetzt schon gesagt, die heißeste Region in Deutschland wird dann wahrscheinlich der Osten sein, oder? Ja, am Dienstag, am Montag wird es erstmal der Südwesten sein. Also okay. Gerade am Oberrhein erwarte ich so die höchsten Temperaturen. Baden-Württemberg, da könnte es auch am Montag schon mal 36, 37, 38 Grad werden. Und das muss man sich so vorstellen, dass die Hitze wie so eine Art Hitzeberg von Südeuropa in Richtung Norden vorankommt. Und dieser Berg verschiebt sich dann so ein bisschen in Richtung Osten. Und dann werden wir wahrscheinlich am Dienstag die höchsten Temperaturen in Brandenburg, in der Lausitz zum Beispiel erreichen. Das ist immer so ein Kandidat, wo wir dann häufig die höchsten Temperaturen auch kriegen. Okay, also wie lange hält dann diese Hitzewelle jetzt genau an? Also wann fängt es an und bis wohin geht's? Die Temperaturen steigen jetzt kontinuierlich am Wochenende schon. Das heißt, wir kriegen im Süden am Wochenende schon Temperaturen wieder um 30 Grad. Am Oberrhein wird es am wärmsten. Wobei man eben sagen muss, im Norden findet eigentlich gar keine Hitzewelle statt. Da haben wir auch noch ein paar regionale Unterschiede. Da wird es einfach nur sommerlich warm. Es gibt vielleicht einen heißen Tag. Am Montag auch mal Temperaturen um 30 Grad. Aber direkt an den Küsten werden wir noch nicht mal die 30-Grad-Marke schaffen. Also das ist hauptsächlich ein Thema für den Süden des Landes, für die Mitte, für den Osten, vor allem am Dienstag noch. Und das heißt erstmal ja mit sehr schönem Wetter am Sonntag, am Montag noch. Und dann wird es die nächsten heftigen Unwetter dann geben am Dienstag, wenn diese Hitze ausgeräumt wird. Die kommen dann von Westen schon mal auf uns zu. Da ist noch nicht ganz klar, wie das Timing ausfallen wird. Aber ich schätze mal, dass es am Dienstag die ersten heftigen Gewitter geben wird im Westen. Und dann dauert es einen Tag, bis die Hitze dann auch im Osten ausgeräumt ist. Das wird dann also, oder gerade im Südosten, dann vielleicht auch erst am Mittwoch der Fall sein. Und danach geht es dann wieder zurück mit den Temperaturen. Alles klar, okay. Das heißt, während dieser Hitzewelle sollten wir eigentlich alle an die Küsten fahren in den Norden. Da wird's auf jeden Fall am angenehmsten, ja. Kann ich sehr empfehlen. Okay, gut. Es sind ja jetzt auch gerade viele im Urlaub. Du hast ja gerade gesagt, in Frankreich wird's auch sehr heiß. Wie sieht's so generell sonst noch aus in Italien, Süditalien, Spanien? Wie heiß wird's da so ungefähr?
Ja, das ist schon wirklich heftig. Dazu muss man sagen, die höchsten Temperaturen haben wir da auch nicht überall. Häufig natürlich im Inland, wie in Spanien. Da gab es auch in den letzten Tagen immer mal wieder Temperaturen um die 40 Grad Marke. Aber selbst an den Küsten sind 35, 37 Grad. Ja, ich weiß, manche mögen das ganz gerne, aber vielen ist das natürlich auch schon wieder zu heiß. Und da würde ich dann vielleicht eher schon mal so ein bisschen drauf schauen, dass sich das Wetter ab Mitte des Monats so ein bisschen umstellen wird bei uns, zumindest in Mitteleuropa, wenn die Temperaturen wieder zurückgehen, dann so auch Richtung Ende des Monats. Wer dann noch richtiges Hochsommerwetter sucht, der wird auf jeden Fall auch weiterhin dann noch am Mittelmeer fündig. Okay, alles klar. Aber wenn es jetzt so heiß wird, ich persönlich finde das immer sehr belastend. Hast du da Tipps an unsere Zuhörerschaft, wie man mit solchen Temperaturen am besten umgeht? Ja, ein Knackpunkt sind ja auch die Nächte, ne? Wenn es dann nachts nicht wirklich abkühlt und man sich dann auch der Körper nicht mehr so richtig regulieren kann, dann ist immer der Moment erreicht, wo die Hitzebelastung sehr, sehr hoch ist. Für viele Menschen, besonders für alte Menschen, aber auch für Kinder, wird auch gerne mal vergessen. Mhm. Die können sich da auch noch nicht so gut regulieren von der Körpertemperatur her. Und das bedeutet natürlich körperliche Anstrengungen erstmal vermeiden. Also vor allem tagsüber, mittags, nachmittags, aber auch abends ist es ja oft noch sehr, sehr warm. Das heißt, eher die frühen Morgenstunden nutzen, wenn man irgendwas Körperliches zu tun hat, beispielsweise das in die frühen Morgenstunden verlagern. Viel trinken ist wichtig, aber auch Salze zu sich nehmen. Also auch da muss man aufpassen, wenn man jetzt nur Leitungswasser trinkt, dass man die Salze nicht aus dem Körper auswäscht, also auch salzig essen. Okay, wusste ich zum Beispiel nicht. Gut zu wissen. Und ja, vielleicht auch einfach mal versuchen, irgendwie einen Gang zurückzuschalten und nicht gerade in die pralle Sonne dann mittags und nachmittags, denn davon wird es jede Menge geben. Okay, ja, irgendwie schon auch gefährlich das Ganze. Dann noch die Frage, was erwartet uns nach der Hitzewelle? Also ist dann der Sommer vorbei in Deutschland? Ja, der Sommer vielleicht nicht, aber der Hochsommer. Also das ist dann schon sehr wahrscheinlich, dass wir solche Temperaturen dann dieses Jahr nicht mehr erleben. Würde ich mich fast mal drauf festlegen. Klar, es kann auch Ende August oder im September nochmal warm werden. Es gibt immer nochmal Temperaturen dann auch um 30 Grad, die möglich sind, oder zwischen 25 und 30 Grad. Ist dann nochmal ein wenig wahrscheinlicher, aber so die ganz große Hitze, damit wird es dann immer unwahrscheinlicher, denn ab Mitte des Monats stellt sich die Wetterlage bei uns erstmal so ein bisschen um. Wir kommen dann wieder mehr unter Tiefdruckeinfluss und so wie wir es kennen. Dann wird es wieder wechselhafter. Genau, die Temperaturen gehen zurück, aber auch es wird nicht gleich richtig kalt. Temperaturen von knapp über 20 Grad sind ja dann trotzdem noch angenehm. Und finde ich gut. Insofern, ja, das ist vielleicht gar nicht unbedingt eine schlechte Nachricht, dass die Temperaturen dann nach dieser Hitze auch mal wieder ein bisschen runtergehen. Auf jeden Fall. Aber findest du diese Hitzewelle jetzt als Meteorologe ungewöhnlich? Also ist ja schon ziemlich heiß, wenn es jetzt fast die 40 Grad Marke erreicht. Ja, wir haben diese Temperaturen natürlich, die sind nicht alltäglich, aber wir erreichen sie schon fast jedes Jahr. Das muss man auch dazu sagen. Das stimmt, ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt im Sommer häufiger solche Hitzewellen haben, wo die Temperaturen über die 35 Grad Marke steigen. Aber ich habe auch noch mal ein bisschen ins Archiv geschaut und ein paar Zahlen rausgesucht. Die höchsten Temperaturen der letzten Jahre, und da wird dann eben schon relativ schnell klar, dass die Werte gar nicht so ungewöhnlich sind. Also wir hatten letztes Jahr die höchste Temperatur zum Beispiel von 38,8 Grad. 2022 gab es die spektakulären 40,1 Grad in Hamburg. Da ist die Hitze auch sehr weit in Richtung Norden vorangekommen. 2021 waren 36,6, 2020 38,6. Schließlich haben wir noch den bundesweiten Rekord, der 2019 aufgestellt, mit 41,2 Grad. Also solche Temperaturen kommen durchaus bei uns vor. Übrigens, der europaweite Temperaturrekord 48,8 auf Sizilien. Auf Sizilien, hui. Übrigens am 11.8., der 11.8. steht uns da jetzt auch unmittelbar bevor, 2021 war es. Das heißt, wir sind jetzt auch in der Jahreszeit für solche hohen Temperaturen. Ja, okay. Mhm. Weil sich natürlich auch die Wasserflächen erstmal aufheizen müssen im Laufe des Sommers. Das heißt, gerade auch im Mittelmeer messen wir die höchsten Temperaturen eher Ende Juli und im August. Mhm. Also eigentlich gar nicht so ungewöhnlich jetzt diese Hitzewelle. Gar nicht so ungewöhnlich, und sie ist ja auch einigermaßen kurz. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt 5-6 Tage solche Temperaturen haben, sondern es ist jetzt mal 2-3 Tage richtig heiß und dann geht es auch wieder runter. Und das ist durchaus was, wir auch jedes Jahr haben wir. Aber finde ich interessant, also diese Rekorde, die sind ja noch gar nicht so lang her. Also 2021, 2019, das ist nicht so lange her. Ja, Stichwort Klimawandel natürlich. Mhm. Also es wird wärmer und heißer und auch die hohen Temperaturen werden wahrscheinlicher.
Und auch Temperaturen um 40 Grad, auch wenn wir die 40 Grad Marke jetzt vielleicht nicht erreichen in Was diesem Jahr. Was ganz gut ist, also finde ich. Ja, genau. Grundsätzlich wird es aber natürlich wahrscheinlich ja mit dem Fortschreiten der klimatischen Veränderungen. Und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn wir die 40 Grad zum Beispiel nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr erreichen. Das okay. Sollte uns alle nicht verwundern. Ja, müssen wir wohl alle in den Norden. Ja, da ist es dann doch eben an diesen Tagen manchmal ein bisschen angenehmer. Sprechen uns wahrscheinlich in ein paar Monaten dann wieder. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Norden leidet. Schauen wir mal. Aber in den nächsten Tagen wird es dort wirklich sehr, sehr schön an den Küsten. Das freut dann sicherlich viele Urlauber, die da gerade noch unterwegs sind. Ja, und wahrscheinlich auch in Skandinavien, oder? Also wenn wir jetzt nochmal auf Europa schauen. Ja, klar. Da sind es dann eher Temperaturen von knapp über 20 Grad. Auch in den nächsten Tagen 23 Grad. Das ist ja so die Wohlfühltemperatur, die wir in unseren Räumen auch drinnen haben. Und das ist dann oft auch so eine Temperatur, bei der sich die meisten Menschen dann auch ganz wohlfühlen, wenn das draußen erreicht wird. Ja. Dann verlagert sich das Wetter im Frühjahr bei diesen Temperaturen ja sehr stark nach draußen. Und jetzt so in Richtung Spätsommer ist man dann auch gerne noch viel draußen unterwegs. Dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Einschätzung, Alex. Ich hab zu danken. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie wir diese Hitzewelle überstehen, wie es uns danach geht. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann. So machen wir es. Danke. Tschüss. Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter, Wissen, Was.